herzlich willkommen zu dem ersten regulären Video auf dem Kanal hier. Das ist hier das Philips EL3002. Eines der ersten Kassettengeräte. Ja, nee, Kassettengeräte von Philips. Das ist hier die zweite. Nein, die dritte Generation ist das hier. Es gibt ja das EL3000 war das erste, dann das 3001, das 2 und das ist das 3002er. Und natürlich, typisch wie immer, wenn man hier anfängt aufzunehmen, dann fangen an die Glocken zu bimmeln. Ja, das ist hier, das kommt aus dem Himmel. Ja, das ist Originalzustand hier. Habe ich im November vom Erstbesitzer bekommen. Ja, wir nehmen jetzt hier im Jahre 2020 auf. Heute ist der 7. Februar. Aber da wird gleich noch einiges aus der Vergangenheit reinkommen. Weil dieses Video nehme ich eigentlich auf, nachdem ich hier schon die Reparaturversuche gemacht habe, nachdem ich es repariert hatte. Aber dazu später mehr. Ja, dieses Gerät hier ist aus dem Jahre 1968, auch vom Erstbesitzer im Jahre 1968 gekauft worden. Das peile ich gleich mal aus, was ja alles im Grund dabei gewesen ist. Dann optional Zubehör musste man sich kaufen. Das ist hier ein DIN-Anschluss, den Überspielkabel. Damit konnte man dann zum Beispiel vom Kassettengerät auf ein Tonbandgerät zum Beispiel überspielen oder umgekehrt vom Plattenspieler oder Tonbandgerät auf den kleinen hier aufnehmen. Dann, das musste man sich dabei kaufen, weil dieses Gerät läuft normalerweise nur über Batterien. Und wenn man dann nicht immer Batterien nachkaufen wollte, konnte man sich dann dieses Gerät hinzukaufen. Das externe optionale Netzteil, das ist hier in dem Fall von Blaupunkt, ist aber auch für dieses Gerät geeignet. Deswegen nicht erschrecken, wenn hier steht Netzgerät NG961 für Blaupunkt Kofferradio Primärseite 220 Volt 50 Hertz und Sekundärausgangsseite 6 bis 7,5 und 9 Volt. Im Grunde genommen ist das hier ein Universalnetzteil. Hier oben kann man dann den Schalter umlegen. Beziehungsweise hier unten, hier oben kann man es ein- und ausschalten. Eingestellt ist es auf 9 Volt. So. Einzige, was jetzt hier nicht dabei ist, das ist dem Vorbesitzer leider abhanden gekommen, ist das Adapterstück, weil der Philips hat nämlich nur einen DIN-Anschluss als Eingangsseite für den Stromanschluss. Und da gab es damals ein Adapterstück. Das existiert leider nicht mehr, deswegen kann ich dieses Gerät nicht über Strom betreiben. Und ich habe mal geguckt, Adapterstücke, fertige, hierfür gibt es nicht mehr, da müsste man sich was nachlöten. Jo. So, dann will ich mal sagen, wir gucken uns den kleinen mal an. Das ist hier die Umhängetasche, man konnte das Ding dann unterwegs mitnehmen, was ist eigentlich dabei? So, ich mache es mal auf. So, dabei ist hier noch ein kleines Mikrofönchen. Das kann man jetzt einfach rausholen. Ich muss mal eben die zweite Hand aktivieren. Ich habe momentan das Stativ nicht parat. So, da ist es. Sieht genauso aus wie das EL3000 und das EL3001. Einziger Unterschied zwischen dem wirklich ersten Kassetten Spieler-Recorder von Philips ist, da dieser Aufnahmeknopf ist beim ersten noch rund, ansonsten identischer Natur. Wie gesagt, hier für Aufnahme, das ist hier ein Knopfbedienung, hätte ich fast gesagt. Wenn man es hochdrückt, dann fängt er an zu spielen. Wenn man es so rumdrückt, dann spult er zurück. Nee, dann spult er vor und so rum ist zurück, so rum. Und das ist hier das Viometer, das nur aktiv wird, wenn man Batterie eingebaut hat und zum Aufnehmen.
abspielen, weiß ich jetzt aus dem Kopf jetzt gerade nicht. Aber ich könnte mich auch vertun, weil beim Grundig-Tonbandgerät, was ich habe, ist das Viometer nur aktiv, wenn man aufnimmt. Deswegen kann sein, dass ich mir das gerade verhaue und das ist dann auch aktiv, wenn man das laufen lässt. Das zeigt dann aber nur... Ich komme jetzt ein bisschen durcheinander. Ich meine, es zeigt nur an, wenn es auf Batterie läuft, Zustand der Batterie und es wird dann beim Aufnehmen aktiv. So rum wird ein Schuh draus. Was rede ich denn gerade? So, mal aufmachen. Das ist hier die Klappe zum Aufmachen. Originalkassette ist noch drin. Diese Philips-Kassette ist damals mitgeliefert worden mit dem Gerät beim Verkauf. Also die stammt aus dem Jahre 68. So, ich habe das Ganze so weit wie möglich gesäubert, gereinigt. Ja, so, und hier drücken, dann kommt dann die ganze Mechanik rausgefahren und dann fängt er an zu spielen. Ja, wie gesagt, vom Vorbesitzer, vom ersten Vorbesitzer habe ich es gekriegt. Das ist der Schwiegervater in Spee. Und dieses Gerät hatte natürlich die Riemenpest, die ich erfolgreich beseitigt habe. Und den kleinen habe ich dann mit Ersatzriemen bestückt. Das werdet ihr dann gleich in der Fotosession sehen, weil es war damals noch nicht geplant, wo ich den hier bekommen habe, dass ich wieder Videos mache auf YouTube. Deswegen habe ich das nur für die Homepage gemacht und da Bilder aufgenommen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal das Ganze noch an, was wir hier haben. Hier hinten ein Anschluss für einen Lautsprecher, für einen externen. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist hier, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Anschluss für... Da muss ich ja selber gucken. Einer war gewesen für den Strom. Ich meine, der war Strom und das ist hier der Anschluss für das Überspielkabel. So, das sind eigentlich die einzigen Bedienelemente, die wir so haben. Hier unten ist dann die Schraube. Damit kommt man dann, wenn man die löst, hier ins Innere rein. Die ganze Mechanik, wo man dann auch die Riemen tauschen kann und so weiter. Hier ist das Batteriefach. Das mache ich jetzt gerade nicht auf. Und dann haben wir noch hier an der Seite einmal den Lautstärkeregler hier fürs interne Mikrofon, wollte ich sagen, für den internen Lautsprecher. Und dann, das ist hier die Aussteuerung für die Aufnahme. Jo, das ist der kleine hier. Dann haben wir hier drin noch als Zubehör Mikrofonständer. Ich hole das aber gerade nicht raus, weil ich sonst nicht wieder reinkriege. Aber das Mikrofon werdet ihr dann später noch sehen in Aktion, weil der kleine hat noch einen kleinen Defekt. Dafür wird das Mikrofon gebraucht. Ist aber allerdings ein typisches Problem bei diesen Geräten, auch schon damals, wo es noch aktuell war. Nämlich, wenn man das Ganze jetzt auf Batterie laufen lassen möchte, funktioniert das nicht. Da muss man dann das Mikrofon anschließen, dann das Mikrofon einschalten, dann kommt erst ein Ton raus, dann wird er mit Strom versorgt. Der Hintergrund ist folgender, weil es gibt in dem Stromanschluss nämlich einen kleinen Umschalter, der dann die Stromzufuhr von den Batterien abschaltet, wenn man das externe Netzteil anschließt. Allerdings passiert es dann, dass dieser Schalter dann sich öfters mal festsetzt und das Gerät dann meint, es ist noch der Netzstecker eingesteckt und deswegen gibt es dann keinen Strom. Gab es damals einen Ersatzteil für? Ich habe im Forum mal nach dem Problem gesucht und da war ein ehemaliger Philips-Mitarbeiter dabei gewesen, der kannte sogar noch die Ersatzteilnummer von dem Gerät, von dem Teil, was man da brauchte, weil das war, wie gesagt, auch zu aktuellen Zeiten des Geräts so gewesen. Ja, und dieses Problem hat er gerade noch, aber wie gesagt, solange das Mikrofon noch läuft, solange es noch da ist, kann man damit leben. Ansonsten müsste ich mal anfangen, das Ding irgendwie auseinanderzunehmen und da mal gucken, Kontakte reinigen. Hat er gesagt, muss man auch machen, weil das Ersatzteil gibt es nicht mehr. Da muss man das Ding hier
ausbauen und dann reinigen. Aber das mache ich dann mal später irgendwann mal. Einzige Problem, die es noch gibt, da muss ich mal demnächst mit Kontaktspray ran hier. Das Aufnahmerädchen ist ein bisschen verdreckt. Da gibt es immer die typischen Kratzgeräusche. Beziehungsweise im Moment ja die Kratzgeräusche und es funktioniert noch nicht richtig. Da muss ich auch mal die Tage ran. Aber ansonsten so zum Abspielen ist das Gerät einwandfrei. Ich habe damit auch sogar schon erfolgreich, was ihr dann in einem anderen Video zu sehen bekommt, erfolgreich schon etwas von Kassette auf Tonband aufgenommen. Ja, ich würde sagen, das war 6 Minuten, ein bisschen lang. Aber es geht noch weiter. Wir machen jetzt gleich mit der Fototour weiter, wie ich hier die Riemenpest beseitigt habe. Das war 7 Stunden Fummelarbeit gewesen. Ja, eine schlapprige, klebrige Masse von Riemen, die sich überall hin verteilt haben. Aber das könnt ihr dann auf den Fotos sehen. Und im Endeffekt seht ihr dann den erfolgreichen Test dieses kleinen Gerätes. Dann sage ich mal, ich wünsche viel Spaß mit der kleinen Fotostory.
Christmas.